Wie die Qual der Wahl. Wollen wir uns bücken oder wollen wir die Füße heben? Ich glaube, ich hebe lieber die Füße, denn der Weg scheint rustikaler zu sein. Und er ist nicht gesperrt. Nur fürs Protokoll. Ja, man kann wohl sagen, dass der Alpenverein hier schon länger nicht mehr vorbeigekommen ist. Oh je, war das jetzt ein Wendehammer? Oder geht es hier doch weiter? Das hat doch nicht etwas sackgassiert. Nee, da geht die Trasse noch weiter, ne? Ja, da geht's wieder weiter. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich hier auf den Berg hochkommen würde. Aber hier macht es jetzt doch den Eindruck, sackgassieren zu wollen. Diesmal ernsthaft. Ja gut, da ist eine Wildspur. Aber da ist wieder ein Weg. Dann nehmen wir den. Der endet auch da. Oder geht er da auf der Höhe weiter? Ich will nach oben. Dann muss ich dem wohl hier folgen. Da hinten geht er rauf. Ja, so, man ist ja von der Trassierung gar nichts mehr übrig. Ach, ich dachte, jetzt könnte ich wieder ein Stück laufen. Da scheint wieder ein normaler Weg zu sein. Und das sieht so aus, als ob das hier Einbahnstraße wäre. In der anderen Richtung bergab darf man also nicht. Aber bergauf kann man hier sehr wohl noch gehen. Okay, dann sind wir wieder auf gangbarem Weg. Soll ich jetzt annehmen, dass das nur auf den Knipp führt und dann endet? Nee, da geht der Weg weiter runter. Da scheint auch noch eine Spur zu sein. Aber gucken wir erstmal der Ruhrsee an. Wo bin ich? Ja, so im Vorbeilaufen als Bergbau erkannt und nur mit ein paar Löchern gerechnet. Gibt es hier dann doch noch ein paar Spuren zu entdecken? Offenbar von Betriebsgebäuden. Da haben wir ein Mäuerchen. Da geht es weiter. Und da kommt noch mehr. Oder auch mal ein Ausblick. Man könnte fast denken, es wäre eine Burg, so wie das hier auf dem Hügel mitten zwischen den Löchern und dem Abhang hier zum Neffelbach steht. Gut, mehr entdeckt als ich dachte. Also breiter Weg, aber ich bin hier auf dem Trampelpfad unterwegs. Ja, hier waren wir schon mal, aber hier scheint sich der Hintergrund zu verändern. Der alte Hof scheint zu verschwinden. Das sieht nach Abbruch aus. Schade wäre das.
Aber vielleicht repariert man es ja noch und richtet es wieder her. Aber ein Teil ist hier definitiv verschwunden, seit ich das letzte Mal hier war. Und das ist schon eine ganze Weile her. Ah, guck mal, da, was haben wir denn da? Hier haben wir noch Kunst. Was soll das sein? Eule ist das. So, filmen wir mal von der richtigen Seite. Das muss aber eine kräftige Maissorte gewesen sein hier. Ja, die haben aber auch gewisses Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Was steht da? Irgendwas mit 67 am Ende. Ja, das ist ein Pfad. Man kommt auch näher ran. Dann erkunden wir das doch mal aus der Nähe. 18 irgendwas 67. Und man kann sogar reingehen. Wer weiß, wovon das mal ein Türmchen war. Fabrikgelände oder was? Was haben wir hier? Lehmbrut, dem verputzt. Kapellchen Niederbohlheim. Eieiei, hier tut sich was. Wunderbar. Ja, schon die ersten Mäander angelegt und ein bisschen Pseudo gebiebert. Da kann sich der Neffelbach hier in seinem alten Bett wieder nach Lust und Laune breit machen. So kommt er in den Ort rein und so geht es jetzt durch den Ort. Wunderschön gemacht. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Ja, schwenken wir nochmal zur Burg rüber. Nicht. Die Kirche daneben. Noch ein Kreuz. Und schon wieder was zum Lesen. Furchtbar. Aber alles schön dokumentiert hier im Ort. Ja, war einer in Barcelona, hat sich ein paar Ideen mitgebracht, wa? Oder ist das die Burg Nervenich? Was ist denn dann da hinten für eine Burg dann? Ja, eins von beiden ist die Burg Nervenich. Haben wir zwei Burgen. Da wird Zeit, dass ich aus dem Dorf hier rauskomme. Hier in Nervenich gibt es einfach viel zu sehen.
Schloss Nörvenich. Also das bewohnte ist das Schloss mit dem Museum und das andere ist dann die Burg, oder wie? Extra für mich heute. Ist das nicht Jeck an Weiberfassnacht? Das wäre dann wohl die Erstbelaufung des reparierten Ruhruferwegs, oder wie sehe ich das? Ha, der Film wird wieder vorne weg hier, ne? Sollen wir mal lachen? Hier ist alles offen. Die andere Seite ist gesperrt für Fußgänger. Ja, Ost und West, links und rechts, kann man schon mal vertauschen. Aber es stand doch in den Zeitungen, dass jetzt etappenweise hier zwischen Heimbach und Jülich, glaube ich, die Flutschäden beseitigt werden. Nicht nur provisorisch wie bisher, sondern endgültig bis zum nächsten Flut natürlich mal. Ist zwar eintönig und redundant, aber wie lange sehen wir den Weg im nagelneuen Zustand? Tun wir noch eine Szene dabei. Und die Absperrung auf der anderen Seite ist wahrscheinlich für, ich tippe mal, Holz, Baumpflegearbeiten. Da ist nämlich auch was unterwegs. Ja, wer weiß, wie lange wir den so schön sehen. Genießen wir das. Mir schon dankbar, dass er nicht asphaltiert wird. Hoffe ich jedenfalls, dass das kein Asphaltunterbau ist. Wie ich erahnen kann, haben wir wieder Sackgassenregelung, ne? Einbahnstraßenregelung. Ja, Einbahnstraßenregelung. Vom Stadtpark aus war frei. Ah, nee, hier geht's weiter. Wahrscheinlich noch entweder bis zu der Brücke oder bis zum Steg hin, bis zum Wehr. Seltene Gelegenheit, dass der Filmer mal richtig rät. Hier endet das Tagwerk der fleißigen Helferlein. Dann tatsächlich, jetzt kommen wir wieder auf altbekanntes Terrain. Ach, verflixt, ich wollte doch in die Richtung, aber hier ist auch neu. Und wenn das neu ist, dann müssen wir das auch genießen. Dann machen wir die Ecke noch mit. Geht das also dann hier Lendersdorf wieder weiter. Zwischen Lendersdorf und Kreuzau. Die, die vor den Apotheken mit Abstand warten, das sind doch dieselben, die dann abends auf der Karnevalssitzung schunkeln, ne? Genau mein Humor. Als Güllen-Anhänger kommt man wieder voll auf seine Kosten hier. Frische Landduft. Apropos Schunkeln. Wo begann seinerzeit noch die Ausbreitung des Virus? Bei den ratzfatz verbotenen Volksläufen, wo gesunde Leute ein paar Minuten vorm Start an der frischen Luft gestanden hätten. Ja, was haben wir denn in 3 Jahren gelernt? Neulich schon von jemandem gehört, der sich wohl bei so einer Gelegenheit angesteckt hat mit Covid-19. Beim Volk, nee, war nicht der Volk, war eine Karnevalssitzung. War gar kein Volkslauf. Also wenn die Zahlen wieder steigen, guckt nicht zu sehr auf die Läufer, bitte. Also eine Spur war schon da, aber hier, ob ich jetzt da auf dem Parallelweg gehe oder hier, kommt jetzt auf selbe raus. Ich hätte natürlich auch das Gestrüpp und den Graben in meine Kalkulation einbeziehen sollen. Das ist dann entweder ein klassisches Eigentor oder ich komme dadurch, ohne mir die Hose zu reißen. Auch so eine stadtplanerische Meisterleistung. Den vorfahrtberechtigten Radfahrer, der uns entgegenkommt, den können wir natürlich nur sehen, wenn wir auf den Radweg gehen. Woran man sonst immer vorbeiläuft. Gelten die Wurzeln jetzt schon als integraler Bestandteil der Mauer?
Ja, den kennen wir ja. Aber was ist mit dem hier? Oh, ist hier schon Ende? Oder geht's dahinter weiter? Da geht's weiter. Da ist Trassierung. Ja, da unten wäre die Bachquerung gewesen und hier ist der Beweis. Wo ein Schild ist, ist auch ein Weg. Der Weg ist ja noch trailiger als der Trail unten. Der Spurenlage nach ist der auch in Benutzung. Also nicht meckern. Na, Kreuzung. Dann gehen wir geradeaus. Da ist was in Bewegung, würde ich sagen. Das kommt irgendwann mal runter. Wer jetzt lacht, weil ich von Geometrie nichts verstehe, da bin ich nicht der Einzige, denn hier quer rüber hat jemand eine flache Rinne gegraben. Denn wenn das abbricht und da reinfällt, dann kann das Wasser hier auch schon mal rüberschwappen. Und damit gibt man ihm dann eine gewollte Richtung, anstatt unkontrolliert womöglich ins Haus zu laufen. Wir erwarten hier eine Invasion der Vampire. Oder ist das für den Zaunbau? Das ist groß genug für den Zaunbau. Ist nicht nur auffällig hochgestapelt, es hat auch einen auffälligen Gang hier zwischen. Mal gucken, ob das irgendwo hinführt. Ne, das geht nur einmal drumherum. Ich bin natürlich von der falschen Seite gekommen. Da wären wir hergekommen, es geht doch rein. Ja, was mag das wohl darstellen sollen? So, da vorne haben wir den Kerpener Bruch. Den kenne ich noch nicht. Den wollte ich erkunden und stehe schon vor einem Hindernis. Die Erft, wo Bachquerungen ja für unser eins schon Business as usual ist, nehmen wir heute mal den umständlichen Weg. Der erste Eindruck von der Wegführung hier ist schon mal positiv. Das ist dann das, was man kleine Erft nennt. Die haben hier nämlich zwei, habe ich auf der Karte gesehen. Die normale Erft, die wir aus der Flutkatastrophe kennen. Und die kleine Erft hier. Schön, dass sie auch noch ein paar Karten haben. Denn ich habe keine dabei. Ich navigiere freischnauze und ohne Plan. Will ich jetzt darüber. Oh, das sieht nach Bergbau, nach Kiesgrube oder so aus. Aber das ist schon wieder die Richtung Süden. Nee, ich wollte nördlich
Richtung Horrem. Dann nehmen wir den schönen Trampelpfad da. Schön matschig heute, da wo der Boden schon auf oder wieder auf oder noch nicht getaut ist oder wieder auf, wieder durcheinander, wenn man seinen Text nicht vorbereitet hat. Ja, kann man wohl sagen, hier waren die Wappentiere der Trailläufer fleißig. Das ist wieder ein breitere Weg, aber das einzige Negative, was mir auffällt, überall Informationstafeln. Du kommst da vor lauter Lesen gar nicht zum Laufen. Das dürfte dann das Aquädukt sein, oder wie sehe ich das? Da eine kleine Erft, das sieht nach einem Überlauf aus. In die große Erft. Heißt überhaupt große Erft? Ich glaube, da ist nur Erft. Und dann haben wir hier ein Aquädukt. So, hier können wir den Film dann anhalten und nachlesen, was das ist. Ich habe dann miesen Orientierungsunsinn, aber ich sag mal, hier war mal eine Schranke. Aber lass uns nicht ablenken. Hier geht doch ein Trail rein. Dann nehmen wir den doch. Gehen wir wieder zurück an der Erft. Wobei, da ist die Landstraße, die wir gerade gequert haben. Ist das hier noch Kerpener Bruch oder ist das schon Parek? Also so gut, wie der Weg ausgetreten war, weigere ich mich anzunehmen, dass das nur für den Hochsitz war. Hier geht es noch weiter. Entweder verliert sich die Spur hier oder es geht an der Erft weiter. Da ist wieder was. Oder bin ich jetzt auf dem Wildwechsel gelandet? Ja, da hat der Filfo es mal wieder geschafft, sich in eine Sackgasse zu manövrieren. Da fehlt wahrscheinlich was. Aber da steht was. Errichtet zur Ehre Gottes 1938. Also wenn ich mich hier an die Wanderwegmarkierung halte, lande ich auf der Autobahn. Und wieder zurück an der Erft. Die Läuferdichte ist hier in der Ecke etwas höher jetzt. Jetzt weiß sogar ich wieder, wo ich bin. Das ist dieses Kapellchen, was sie hier auf der Karte eingezeichnet hatten. Ne? Dann schauen wir mal. Ach schade, Reitweg dürfen wir nicht laufen. Okay, der Abschnitt ist gesperrt. Da dürfen wir aber dann, wie es scheint. Aber wir können noch ein Stück weiter oben bleiben. Scheint. Oder ich habe mich jetzt verrechnet und muss dann hier doch unter der A4 durch auf die andere Seite. Die Zipline hat zu, stehen aber auch keine Preise dran. Aber ich habe Glück, ich kann auf der Seite der Autobahn bleiben. Passt doch. Da geht es wieder zum Kapellchen. Dann ist das wieder die kleine Erft, die vorhin über das Aquädukt ging. Da muss ich mir nachher auf dem Satellitenbild mal angucken, was das gewesen ist. Ich würde fast auf Bahnanlagen tippen, weil der Trail ging nachher eine Böschung rauf. Auf einer Böschung, den Berg hoch. Ja, das sah nach Bahnsteigkante aus und das, ja, vermutlich Bahnanlagen von den ehemaligen Tagebauen. Die Zufahrt geht runter. Die Böschung bleibt ziemlich ebenerdig. Das sieht verdächtig nach Bahnanlagen aus. Und der Filfo hat mal wieder richtig geraten, was selten genug vorkommt. Bahnsteiger, Vorsicht mit den Quanten an den Bahnsteigkanten. Da haben wir die Brücke. Das erklärt,
warum die Treppe benutzt ist, ohne dass es hier weitere Trampelpfade gibt. Das muss ein Fußweg sein, sonst würde man das nicht dahin stellen. So, das ist die nächste Gegend, die wir erkunden. Und doch noch ein paar Höhenmeter dabei. Ja, das mit dem Freisägen hat man hier dann irgendwann aufgegeben. Da war es dann einfacher, drum herum zu gehen. Ne? Sieht nach Sturmschaden aus, wa? Aber schon ein bisschen älter. Ja, man kann den breiten Weg nehmen. Oder die rustikale Diagonale. Das übrigens ist ein drahthaargerechtes Fuchshindernis. Woher ich das weiß? Weil das da steht. Me thinks there is a shortcut. Entweder hat den Abkürzern der Mut verlassen oder das war ein Wildwechsel. Rückseite der Gärten. Kein Durchgang. Es hatte wohl seinen Grund, dass die Abkürzer aufgegeben haben. Ach ja. Wenn ich ein Stück weiter rechts gekommen, hätte ich den Weg getroffen. Wissen wir das? Jetzt weiß ich auch, warum ich den Entenpfuhl nicht gefunden habe. Das war das Sumpfgebiet. Der Papsthügel. Aus der Richtung gut anzupeilen, aus der Richtung weniger, weil die Bäume mitunter davor sind, dass man das Kreuz nicht sieht. Das wird da wohl noch nicht der Burstdorfer See sein. Der schien mir doch laut Karte ein bisschen größer. Eine Aussichtsplattform. Ja, dann aussichten wir doch mal. Was sehen wir da in der Ferne? Das sieht mehr nach dem Burstdorfer See aus. Auf den Feldern merkt man es nicht, aber hier sieht man die charakteristischen Rillen, die auf ehemaligen Bergbau hindeuten. That's more like it. Das ist der See. Da haben wir die Aussichtsplattform von vorhin. Und die Aussicht hat man da geboten, weil ja, das hier Brutgebiet ist. Der Weg biegt vom See ab, weil ich mit dem Trail mehr Glück habe. Den Spuren nach bin ich dann zumindest nicht der Einzige, der sich hier vertut. Ah, nein, wunderbar. Hier geht es weiter. Wieder auf der in Anführungszeichen richtigen Seite der Bahntrasse haben wir jetzt die Wahl. An der Straße entlang oder wir schauen, wie viel von dem Weg noch übrig ist. Nicht mehr so wirklich viel, würde ich sagen. Da haben wir einen Zaun. Dann gehen wir doch an die Straße. Oh ja, das geht ja, wenn wir einen Radweg haben.